Herzlich willkommen zur ersten Folge GTA Mythbusters. Heute gehen wir der Frage nach, wird ein Auto durch Neonlichter schneller oder bekommt es besseres Handling? Möglicherweise haben die Neonlichter Gewicht, das sich günstig auf die Fahrdynamik auswirkt oder sonst irgendeine Wirkung, die jenseits der Homöopathie liegt. Um darauf eine Antwort zu finden, müssen wir uns zuerst ein würdiges Auto kaufen. Ich darf also vorstellen, das Mythbuster Mobil. Es hat für den Test die besten Voraussetzungen. Es ist so langsam, dass Abweichungen in den gemessenen Zeiten gut sichtbar werden müssten. Außerdem ist der Wagen komplett ungetuned, also wie von Werk geliefert, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen. Um einen Vergleichswert zu haben, habe ich das Mythbuster Mobil natürlich erstmal ohne Neonlichter über den Asphalt gejagt. Jeweils dreimal über die Dragstrecke sowie durch meinen Kurventrack und aus den Zeiten wird dann ein Durchschnitt gebildet. Ohne die Neonlichter schafft es das Mythbuster Mobil im Schnitt in 33,877 Sekunden über den Drag und in 49,41 Sekunden durch meinen Kurventrack. Jetzt zurück in die Werkstatt und wir installieren ein Frontneonlicht. Zuerst jage ich ihn diesmal durch die Kurven, weil ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass die Kurvenlage durch die Lichter positiv beeinflusst wird. Und tatsächlich hat sich der Durchschnittswert von 49,541 Sekunden auf 48,919 Sekunden verbessert, also etwas mehr als einer halben Sekunde. Krass, und wie sieht's mit der Geschwindigkeit auf der Geraden aus? Hier gibt es nur eine Verbesserung von durchschnittlich einer Hundertstelsekunde auf 33,861 Sekunden. Ich bin gespannt, ob sich die Leistung weiter verbessert, wenn ich nun statt einer einzigen Frontleuchte zwei Seitenleuchten verbaue. Das wäre ja mehr Lichter, mehr Geschwindigkeit. Also gnadenlos peitsche ich das Mythbuster-Mobil erneut durch die Kurvenhölle und dann staune ich nicht schlecht, als ich feststelle, dass sich erneut die durchschnittliche Zeit um eine halbe Sekunde verbessert hat, nämlich von 48,919 Sekunden auf 48,469 Sekunden und ist damit sogar schon eine ganze Sekunde schneller als ursprünglich ohne Neonleuchten. Boah. Ey, da werde ich bekloppt, ey. Also, es ist an der Zeit für das volle Programm, denke ich mir. Front, Heck, Seiten, alles vollgeklatscht mit Neonleuchten und zurück auf die Piste. Drei Reifen, quietschende Slalom-Zeiten später traue ich meinen Augen kaum, denn die Zeit ist wieder besser geworden. Zwar nur noch um gut zwei Zehntel im Vergleich zum vorherigen Durchgang, er ist aber mit jetzt 48,192 Sekunden beinahe eineinhalb Sekunden schneller als ohne sämtliche Lichter. Es wird also jetzt Zeit für die Gerade und ich bin das zweite Mal überrascht, denn auf der Geraden ist er im Schnitt jetzt eine Zehntelsekunde langsamer geworden, als er ursprünglich ohne Lichter war und da fängt es irgendwie in meinem Kopf an zu rattern, weil das macht dann nicht ganz so viel Sinn. Auf der Geraden langsamer geworden, aber in den Kurven dafür ganze eineinhalb Sekunden schneller, passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Also vielleicht bin ich auch einfach, nachdem ich 12 Mal durch diesen Kurvencrack gefahren bin, einfach besser geworden. Vielleicht hat sich mein Skill verbessert und wir wären hier nicht bei GTA Mythbusters, wenn ich dieser Frage nicht nachgegangen wäre. Also habe ich wieder alle Lichter rausgerissen und bin wieder zurück auf die Strecke gefahren. Zuerst schiebe ich das Mythbuster-Mobil hier über die Gerade und bin mit durchschnittlich 33,904 Sekunden dabei. Ich zeige euch hier mal alle durchschnittlichen Zeiten und wie ihr seht, die Abweichungen liegen alle sehr, sehr nah beieinander. Also macht das Neonlicht auf der Geraden einen Unterschied? Nein. Da würde ich sagen, Mythbusted, aber jetzt wird's aufregend. Denn das nächste Mal geht's nochmal um die Kurven und der Durchschnittswert, den ich diesmal ohne Lichter in den Kurven gemessen habe, liegt bei 48,06 Sekunden und ist damit tatsächlich der schnellste aller Werte. Also haben hier tatsächlich nicht die Neonlichter die Zeiten verbessert, sondern allein mein Skill hat sich durch die ständige Wiederholung verbessert. Tja, da muss man sagen, Mythbusted, auch die Kurvenlage wird tatsächlich nicht messbar verbessert durch das Anbringen oder Weglassen von Neonlichtern. Ja, ich hoffe, euch hat die erste Folge GTA Mythbuster gefallen. Falls dem so ist, lasst mir doch ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch was, wünsche uns was. Peace out. Straßen von Los Santos. Re-Crizzle!